Ja, guten Morgen, Olli. Wo sind wir und was machen wir hier? Wir sind in Altstädt. Wie ihr seht, wir haben es geschafft. Der F22 ist aus eigener Kraft in den LKW gefahren und auch wieder raus. Und wir sind hier, um natürlich zu testen. Als erstes mal Shakedown, funktioniert alles, sind alle Systeme dicht, macht alles das, was es soll. Und dann natürlich als zweites auch finden wir ein Setup, mit dem ja, das ganze Team happy ist, vor allem natürlich dann auch ich am Lenkrad. Leichte Herausforderungen hatten wir noch. Die Trockensumpfnummer war echt eine Herausforderung, die ganzen Leitungen zu verlegen. Neues Kühlerlayout, neuer Motor, anderer Turbo, anderes Turbo-Setup. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass wir hier sind, das Wetter brillant ist, das Team da ist. Wir haben ja auch ein bisschen weniger Zeit, als wir ursprünglich wollten. Ja. Wir sind nicht ganz im Zeitplan, habe ich gehört. Wir sind nicht ganz im Zeitplan, der Olli drückt das richtig aus. Der ursprüngliche Plan hätte geheißen, wir machen den Rollout und den technischen Check in Hockenheim, was viel näher zu unserer Halle ist, um da einfach rauszufinden, gibt es noch Sachen. Und dann tatsächlich hier in Altstädt 2 oder sogar 3 Tage Setup und trainieren. Jetzt haben wir für alles nur einen Tag. Ich höre auf zu quatschen, wir legen los und gucken, dass wir das hier auf die Reihe kriegen. Und viel Spaß. Dankeschön. Was ist gerade passiert? Du fährst ja noch gar nicht. Ich fahre noch gar nicht, genau. Große Ankündigung und dann nicht fahren. Hey, deswegen sind wir hier. Die Rücklaufleitung von der Servo-Pumpe hat tatsächlich einen Riss bekommen und es hat Flüssigkeit rausgespritzt, Servo-Flüssigkeit. Zum Glück gerade vorm Losfahren. Während dem Fahren wäre es auf jeden Fall blöd gewesen. Toi, toi, toi. Aber genau, das sind einfach die Kleinigkeiten, die wir mit solchen Tests dann einfach suchen und finden. Und ja, hier das Servo-System haben wir auch ein bisschen anders gemacht. Das ist auch eines von den neuen Systemen. Wir haben schon mal in 2018 haben wir schon mal mit elektrischen Servopumpen probiert, hatten aber damals haben wir es nicht so in den Griff gekriegt, dass wir happy waren damit. Hatten Probleme mit hochfrequenten Zittern in der Lenkung, teilweise so kurze Aussetzer, wenn man ganz schnelle Lenkgeschwindigkeiten hatte, also so wirklich von Lok zu Lok, dass das Lenkrad ganz kurz so gezuckt hat. Und das waren einfach Sachen, die uns nicht gefallen haben. Mittlerweile haben ganz viele im Driftsport trotzdem elektrische gefahren und verschiedene Sachen rausgefunden. Und jetzt fahren wir hier ein Lenkgetriebe vom E90. Und für das, um tatsächlich im Driften gut zu fahren, wir haben da einfach mit unseren Freunden gesprochen. James Steele an der Stelle, vielen lieben Dank. Der hat seine Erfahrung einfach mit mir geteilt und hat gesagt, dieses Modell Servopumpe ist deutlich besser als das, was wir in der Vergangenheit verwendet haben. Und für ein E90 Lenkgetriebe braucht man tatsächlich einfach 2 Stück und somit haben wir einfach 2 Servopumpen da vorne, die dann dafür sorgen, dass man auch, wenn man ganz schnelle Transitions macht, dass das Lenkrad oder einfach weiterhin normal fließt. Was tatsächlich aktuell auch noch eine Herausforderung ist, die ganzen Uniballgelenke, die Kugelgelenke von dem Vicefab, ist niegelnagelneu und die sind noch so fest, dass das Lenkrad noch nicht von selber läuft, weil da einfach noch so viel Reibung drin ist. Das heißt, wir müssen das Auto jetzt auch einfach bewegen, damit... Wie lange wird das ungefähr brauchen? Nur ist das eine Sache von 2-3 Runden oder kann es da schon eine Weile dauern, bis das... Ich glaube leider, dass es schon eine Weile dauern kann. Manche Leute sprechen von ein paar Events, was nicht so gut wäre. Deswegen schauen wir, dass wir viel Fahrzeit reinkriegen.
erste Fahrt noch gar nicht richtig realisiert, dass wir zum ersten Mal gefahren sind. Die Sache, die es noch ein bisschen scary macht, ist tatsächlich die Rückmeldung am Lenkrad. Ich kriege kaum Rückmeldung am Lenkrad, weil wie gesagt diese ganzen Uniballgelenke noch so steif sind und ich das Lenkrad läuft wirklich gar nicht von alleine. Ich muss alles selber lenken. Aber ansonsten Motor, Power, geht schon ganz gut vorwärts, das Ding, muss man sagen. Und ein bisschen gedriftet sind wir auch schon, also mal im Kreis sind mal geguckt. Es gibt noch zwei, drei Sachen anzupassen. Zum Beispiel, das Lenkrad war mir doch ein Tick zu tief. Eventuell muss nachher noch ein bisschen weiter weg von mir. Das werden wir beim nächsten. An den Pedalen haben wir noch einen Spalt vor den Pedalen, weil wir die Pedale nach vorne gerückt haben. Da macht sich der Kevin gerade dran, dass wir die Platte ein bisschen nach vorne schieben, weil da ist die Gefahr, dass ich mit der Ferse einhake. Ja. Und ansonsten guckt der Robby aktuell nach den Daten. Ja. Und wenn der happy ist, dann fahren wir einfach weiter. Und es wird dann immer mehr und mehr driften. Ich muss sagen, bis jetzt war es ein schlechter Chase von Kevin. Er hat ziemlich viel Abstand gehabt. Ja, ich bin da recht froh drüber, dass er gut Abstand gehabt hat. Das möchte man nicht. Checkdown fertig. Auto ist ein bisschen gefahren, Eddie schon ein bisschen quer gefahren. Wir haben gerade noch mal gecheckt, weil bis jetzt alles alignmentmäßig war auf der Bühne. Das Fahrwerk hat sich noch nicht wirklich gesetzt. Und ihr habt ja komplett weiß verpinnt neu, oder? Genau, wir haben hinten komplett neues Kit. Das, damit müssen wir auch erstmal ein bisschen drauf lernen. Drehen jetzt noch kurz die Spur hinten auf relativ neutral, bisschen Power-In. Wie war sie vorher? Sehr weit auf. Das also heißt, wir waren so bei 48 mm auf, das ist im Grunde unfahrbar. Fühlen, gucken, was da ist, hören auch das Feedback von Elli, wie es sich anfühlt. Am Ende muss es für ihn passen. Deshalb fangen wir jetzt mal bei relativ null an und arbeiten uns vor, gucken, wo ist der Sweet Spot. Am frühen Nachmittag. Die Jungs sind leider unterm Auto. Beim letzten Satz ist heute Vormittag noch. Ich bin auf die Kupplung und hatte keinen Druckpunkt mehr, also keinen Gegendruck. Und die Vermutung ist, dass irgendwo eine Leitung aufgegangen ist oder ein Fitting oder irgendwas. Also das was ja einfach der hydraulische Druck, den ich am Pedal mache, nicht an der Kupplung ankommt. Das heißt, ich konnte nicht mehr kuppeln, konnte aber zurückrollen und mit einem sequentiellen Getriebe und einem kurzen Gasstoß gibt, kann man auch wieder runterschalten. Jetzt vermuten wir, wie gesagt, dass es irgendwo ein Leak gibt. Wir haben auch gesehen, dass Flüssigkeit unten rausgetropft ist, also Bremsflüssigkeit, was ja in Kupplungshydrauliksystemen drin ist. Und genau, wir sind dran. Aber optimistisch. Aber optimistisch. Kriegen wir auch gefixt. Das ist nur natürlich alles Zeit, die vom Fahren weg. Wie viel haben wir heute? Bis wann haben wir heute? Heute haben wir, glaube ich, bis 18 Uhr. Jetzt sind es ungefähr noch 4 Stunden oder so. Dreieinhalb. Dreieinhalb. Oh. Ihr habt den Fehler gefunden. Wir haben den Fehler gefunden. Gott sei Dank ist es was Kleines, Dummes. Die Leitung hier war nicht gut genug befestigt. Ah. Dementsprechend hat es hier an unserer Druckplatte geschliffen und hat unsere Dash-Leitung kaputt gemacht. Wenn wir hier jetzt drauf drücken, sehen wir auch direkt, wenn es rauskommt. Oh ja. Ja. Oh keine ja. Kupplung mehr. Ja, nicht so schön. Gut, dass es aber so was Kleines, Dummes in Anführungszeichen ist. Jetzt heißt es einfach nur irgendwie irgendwas suchen müssen, was wir nicht sehen. Das ist ja offensichtlich. Wir kürzen die Leitung hier, weil wir haben noch genug extra. Befestigen die ein bisschen besser, dass sie. Wie war die vorher befestigt? War einfach nur hier auf Spannung gezogen. Ah ja, wie wollt ihr die jetzt machen? Jetzt werden wir sie hier an die Feedleitung von Masterzylinder. Ja. Wird man die mit ran machen und dann kann die hier nirgendwo mehr so weit schlingern. Vorher war es halt
konnte es halt auch ein bisschen weiter höher gehen. Ja, ich meine, ist ein dummer Fehler, aber... Ist ein dummer Fehler, aber Gott sei Dank ist es sowas Simples, was man direkt findet und direkt machen kann. Na dann, können wir eigentlich bald weiterfahren, oder? 5 Minuten? Für die Leitung, ja. Ja, aber... Wie ist das passiert? Alter, da steht gar nichts mehr. Was meinst du? Da steht ja gar nichts mehr draußen. Was bin ich da schon getroffen? Ein Hütchen. Ich hab's gar nicht begriffen. Ich bin gerade gefahren. Ich habe mir vorne ein Layout gesteckt mit Hütchen. Und erst habe ich sie noch ein bisschen angepasst, dass es einfach so vom Flow her passt. Und dann irgendwann habe ich sie einigermaßen drin. Und ständig liegen irgendwelche Hütchen am Boden. Und ich denke mir, nee, ich bin keine Hütchen umgefahren. Warum fallen die immer um? Ist es der Wind oder was? Und irgendwann sehe ich dann, die Heckschürze hängt weg. Ich glaube, du kannst demnächst fahren, ja? Habt ihr es fertig? Jawohl. Kupplungs-Gliederlein gekürzt. Wieder dicht. Getriebe wieder drin. Ready to go. So, die Jungs haben mal wieder Unmögliches möglich gemacht. Die Leitung gefixt. War tatsächlich eine Leitung, haben wir glaube ich schon gehört. Kann passieren, aber gefixt. Und jetzt probieren wir es wieder. Jetzt fahre ich nicht nur geradeaus, also ich werde trotzdem die Runde fahren, aber ich habe mir in der Zwischenzeit ein kleines Layout abgesteckt, das ich mal probieren möchte zu fahren. Einfach um nachher auch Suspension Settings zu machen, dass man ein definiertes Setup hat, oder Streckenlayout hat, wo man sich einfach, oder ich mir auf jeden Fall einfacher tue, dann die Dinge zu fühlen. Versucht ihr das jetzt zu fixen? Haben wir schon erklärt, was passiert ist? Es ist eine Ölleitung am Riemen aufgerieben. Am Kurbelwellendämpfer. Dämpfer. Schwingungsdämpfer, der an der Kurbelwelle ist festgeschraubt. Ja. Gibt ein Fachwort dafür, Alter, die Riemenscheibe, die vorne an der Kurbelwelle dran ist. Da ist die Leitung jetzt durchgescheuert. Die Leitung zu ersetzen ist relativ nervig, weil die ziemlich weit oben sitzt und mit allen anderen Leitungen kommt man da nicht gut ran. Das heißt, was wir jetzt einfach machen ist, wir nehmen zwei gerade Dash-10-Fittinger und männlich-männlich Verbinder dazwischen. Wir haben es jetzt runtergezogen, durchgeschnitten, die Stelle rausgeschnitten, die quasi aufgeribbelt ist. Da kommt jetzt auf die eine Seite ein Dash-Fittinger, auf die andere, dann schraubt man die zusammen und dann ist es wieder dicht. Richtig geil. Und was macht ihr, damit es nicht wieder passiert? Binden es weiter rüber. Tag testen ist zu Ende. Was der einzige diese Woche, oder? Das war leider auch der einzige. Danke, Olli. Bisschen Salz in die Wunde, gell? Bisschen Salz in die Wunde, dass noch mehr wehtut. Ich würde sagen, es ist ein Erfolg. Wir haben natürlich noch Herausforderungen, aber das Auto ist gefahren, mehrere Runden, wir sind mehrere Sätze Reifen gefahren. Wir sind schon aufs erste Layout gegangen, haben schon ein paar kleine Anpassungen am Fahrwerk gemacht. Das Auto fährt immer noch anders, als ich es mir wünschen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber deswegen habe ich angefangen, meinen Fahrstil einfach dem Auto anzupassen. Aktuell möchte das Auto die ganze Zeit einfach Power haben, also immer unter Zug sein. Sobald man, auch wenn man in einer langsamen Transition ist und man dann so leicht auf die Bremse geht oder die Handbremse zieht, dann rotiert es brutal schnell ein. Am Gas ist es schön agil und auch für mich nachvollziehbar, aber vom Gas runter, da gab es Situationen, die habe ich noch nicht richtig verstehen können. Muss ich nachher auch nochmal die Videos angucken, einfach analysieren, was habe ich denn da gemacht, wie geht's weiter. Die Herausforderungen, die wir noch haben, sind zum einen, wir haben ein bisschen Probleme mit dem Hochdrucksystem vom Motor. Es gibt immer eine Vorgabe, wohin der Druck im Rails kommen soll, also für die Direkteinspritzung. Und den hält er auch die meiste Zeit, aber in manchen Situationen fällt er einfach ab.
obwohl wir genügend Vorförderdruck haben, obwohl er davor schon bei gleicher Drehzahl, gleicher Last den Druck erreicht hat. Wir haben es nicht ganz begriffen. Wir haben Hochdruckpumpen gewechselt, dann war es kurzzeitig weg, dann kam es wieder. Wir wissen noch nicht, woher es kommt. Wir vermuten, dass wir eine Verschmutzung im System haben. Deswegen, wenn wir jetzt eingepackt haben und morgen wieder weiterschrauben, werden wir einmal das komplette Fuel-System neu machen, dass da nicht irgendwelche Verschmutzungen reingekommen sind und die uns das Problem machen. Die zweite große Herausforderung ist die Kupplung. Leider haben wir wieder Probleme gehabt, auch nachdem wir die Leitung gewechselt haben. Jetzt war es aber mechanisch. Wenn der Motor lief, hat sie angefangen, wenn ich sie gedrückt hatte, nicht mehr gleich zurückzukommen. Also am Anfang habe ich gemerkt, sie ist so zögerlich zurückgekommen und am Ende ist sie gar nicht mehr zurückgekommen. Sobald ich den Motor ausmache, kommt sie wieder ganz normal zurück. Das Gefühl ist da, alles passt. Wir vermuten, dass wir eine mechanische, die Parallelität oder die Zentrierung vom Ausrücklager zur Kupplung, dass da irgendwo was nicht ganz passt. Das heißt, da müssen wir sehr, sehr, sehr genau messen und gucken, ob wir da irgendwelche Verschiebungen haben. Und das sind eigentlich die zwei großen Themen, die wir jetzt noch zu erledigen haben. Wir werden zusammenpacken, beziehungsweise die Jungs wechseln gerade Reifen, weil wir haben auch noch die Trainingsautos dabei. Das heißt, vermutlich drehen wir noch ein, zwei Runden mit den Trainingsautos, weil die haben hart gearbeitet und die sollen auch noch ein bisschen Spaß haben. Und dann heißt es, ja, morgen wieder weiter. Missile! Vielen Dank fürs Einschalten. Drückt uns die Daumen, dass es gut weitergeht. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit und wir werden die Herausforderungen lösen. Das ist ganz normal, wie ich immer sage. Bis zum nächsten Mal. Ich habe schon mal zwei Autos jetzt kaputt. Bitte macht sie nicht gleich kaputt. Ich will auch noch eine Runde fahren. Ja, ja.